Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Tag und Nacht. Nein, das ist kein Abklatsch von Berlin Tag und Nacht. Und das ist auch nur eine kleine Infofolge natürlich, denn es hat sich wieder einiges getan. Und das Beste kommt zuerst, nicht zum Schluss, denn die Beutelerweiterung ist endlich da. Beziehungsweise ihr könnt jetzt endlich eure Pokémon-Aufbewahrungsbox auf 2000 aufstocken und darüber werden sich viele Leute natürlich freuen, weil die permanent unter Platzmangel leiden, wenn sie viele Legendäre sammeln, viele Hunderter, die ganzen Luckys jetzt noch dazu, manche noch männlich, weiblich, die wollen alles auf der Hand haben und mit 1500 Plätzen war das ziemlich begrenzt, da auch immer mehr Pokémon dazukommen, jetzt die vierte Generation nach und nach immer mehr veröffentlicht wird. Und ich habe mich da auch nicht lumpen lassen, habe gestern Abend, als ich das gelesen habe, bin ich gleich in den Shop rein, habe mir gleich 20 Euro aus den Rippen geleiert und habe natürlich meine Box von 1500 auf 2000 aufgestockt. Bam! So muss es sein, so kriegt Niantic wieder ordentlich Kohle in den Arsch geblasen, aber das macht man doch gerne. Und endlich ist auch der Community Day bekannt, 4. Dezember. Viele haben ja gemunkelt und gesagt, im Endeffekt findet gar keiner statt oder so. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen, denn feiere ein Jahr voller Community Days im Dezember. Bam, da gehen wir mal drauf. Ein schönes winterliches Bild natürlich zu sehen. Und die Gerüchte haben sich wohl bestätigt, dass es sozusagen eine Zusammenfassung aller vergangenen Community Days gibt. Wie hier auch zu sehen, wir haben mehr Neuigkeiten zum besonderen Community Day Wochenende im Dezember. Von Freitag, dem 30. November bis Sonntag, dem 2. Dezember erscheinen Wilde Bisasam, Glumanda, Shiki, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivier, Feuerriegel, Voldilam, Lavita und Tarnell mit vermehrter Häufigkeit. So, das ist schon mal was ganz Besonderes, weil sonst war es ja immer nur an einem Sonntag oder an einem Samstag genau 3 Stunden von 11 bis 14. Und so habt ihr also jetzt wirklich das ganze Wochenende Zeit. Ganztägig sitzt da einfach mal alles rum, querbeet, weil in den 3 Stunden diese ganzen verschiedenen Sachen zu realisieren, wäre natürlich ein bisschen zu hektisch, zu knapp, wenn einer auf ein bestimmtes Pokémon aus ist, was einem noch fehlt. Und da habe ich von vielen gehört, die gesagt haben, ich war bei dem nicht dabei und ich habe den Tag verpasst. So habt ihr also nochmal die Möglichkeit, sicherlich jedes als Shiny zu bekommen. Und das ganz Besondere natürlich, dass ihr während dieser Zeit alles, was ihr fangt oder entwickelt, kann natürlich dann auch die Spezialattacken bekommen. Also bei Evoli war es halt, dass man beim Fangen direkt schon die Attacke hat, die so besonders war. Oder bei Pikachu zum Beispiel mit Surfer. Und die anderen Sachen erhalten auch da beim Entwickeln ihre Spezialattacken, die sie direkt nur an den Community Days hatten. Wenn ihr also noch ein paar Sachen zwischendurch habt und aufgehoben habt, könnt ihr die auch entwickeln. So wie ein paar gute Lavita zum Beispiel, damit die nochmal Katapult-Steinkante bekommen. Was Despotar also zum besten Gesteinsangreifer macht. Aber wir wollen noch mal kurz hier drauf schauen. Also Bisasam, Glumanda, Shiki, finde ich cool, dass die noch mal kommen. Weil damals gab es ja die Tauschfunktion auch noch nicht. Und da ich ja auch gewillt bin, immer alle als Lucky zu bekommen und kaum einer noch Starter auf der Hand hat, ist es gut, dass die zurückkommen und man danach wieder ordentlich tauschen kann, dass man auch die Starter als Luckys eingetragen bekommt. Pikachu ist sowieso das Aushängeschild für Pokémon, obwohl ich dann natürlich schon ein Lucky habe. Evoli freuen sich viele weiterhin, da man dann noch viele gute hat und immer mehr Entwicklungen dazukommen. Dratini, sowieso mein Liebling, von dem habe ich einfach am wenigsten bekommen, von allen Community Day Shinies. Und da bin ich froh, diesen kleinen rosanen Wurm nochmal in der Hand halten zu dürfen. Ja, das klingt ein bisschen komisch gerade, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Endivier Feuerriegel, gut, die sind jetzt nicht so krass, die gab es ja auch erst vor kurzem. Da werden sich wahrscheinlich die meisten nicht so drüber freuen. Voldilam auch gut nochmal wegen Lucky. Und weil ich damals auch keine Spezialattacke entwickelt habe, ich habe gedacht, ja, was will der mit einer Drachenattacke, scheiß drauf. Jetzt werde ich aber definitiv eins machen. Da ich eh noch ein 100er Voldilam habe, kann ich das da entwickeln noch. Lavita und Tarnhell. Bei Tarnhell freuen sich die meisten noch, die noch ein paar Bonbons farmen wollten oder ihre 6er-Armee aufpushen. Und Lavita wird wohl das gehypteste sein, dass das nochmal zurückkommt mit der Möglichkeit eben, die 2 Gesteinsattacken zu lernen. So, ihr seht nochmal zusammengefasst, also vom 30. November bis zum 2. Dezember.
Und ja, besondere Attacken sind während des Eventwochenendes wieder verfügbar. Und dann gibt es natürlich auch noch Bonus. Wie sonst bei den Community Days gibt es da auch einen Bonus. Der beschränkt sich aber wirklich nur auf einen Tag. Wo lese ich denn jetzt hier? Und zwar genau auf den 1. Dezember. Nee, da. Boah, das ist schon wieder alles so durcheinander. Da drehen die Leute dann wieder durch. Auf jeden Fall gibt es den Europa am 1. Dezember von 10 bis 13 Uhr. Das wird wohl wahrscheinlich wieder heißen von 11 bis 14 Uhr. Und am 1. Dezember gibt es dann also wieder doppelte Menge Fang-EP, doppelte Menge Sternstaub und doppelte Brutmaschinengeschwindigkeit. Also die Sachen von den vergangenen Community Days einfach alle kombiniert. Da könnt ihr nochmal ordentlich zuschlagen. Wie gewohnt diese 3 Stunden von 11 bis 14 Uhr. Doppelte Menge Staub, doppelte Erfahrungspunkte, reduzierte Brutdistanzen, Brüteierschlupfdistanzen. So habt ihr alles vereint, ein ganzes Wochenende voller Shinies, voller Pokémon und natürlich alle Boni nochmal vereint. Und wenn alles richtig läuft, müsst es im Januar dann ja weitergehen mit Kanimani, weil der noch fehlt von den Startern. Und ja, dann ist eigentlich wieder alles offen. Also bleibt dran, seid gespannt, wie es weitergeht. Und das war's von meiner Seite aus jetzt hier. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.